Hi ihr Lieben, ich bin's die Mel und ich begrüße euch heute wieder zu einer neuen Ausgabe von unserer 5-Möglichkeiten-Reihe und ich beschäftige mich heute mit dem Thema Journaling und habe dazu mal in meine Alben gegriffen und 5 Beispiele rausgesucht, wie man Journaling auf Layouts unterbringen kann. Die erste Möglichkeit ist natürlich, einfach direkt aufs Layout draufzuschreiben. Hier habe ich das gemacht. Ich habe mit Bleistift ein paar Linien gezogen und habe direkt auf das Pad and Paper geschrieben. Das ist natürlich irgendwie die einfachste Lösung. Wem das irgendwie zu tricky ist, weil man ja auch manchmal Angst hat, sich zu verschreiben oder eigentlich noch gar nicht so genau weiß, was man sagen möchte, sind Journaling-Spots, glaube ich, eine gute Idee. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Kärtchen in Form, oft passend zu Papierserien. Oder ihr nehmt einfach einen Zettel oder hier habe ich zum Beispiel so ein Project Life, so ein Grid-Card dafür zweckentfremdet. Jede mögliche Form, die es so gibt, wo man draufschreiben kann, hinterher draufkleben auf das Layout. Und so seid ihr da auf der sicheren Seite. Eine weitere schöne Spielart für Journaling ist das Hidden Journaling, also das versteckte Journaling. Das ist eine Form von Text, die man nicht sofort sieht, was man zum Beispiel machen kann, wenn man irgendwie eine Geschichte erzählen möchte, die man nicht sofort zeigen oder sehen möchte oder auch einfach als Deko-Element. Das ist quasi eine Spielart des Journaling Spots. So ist es hier untergebracht. Kann man nicht sofort sehen und ist eine gute Sache. Eine weitere Möglichkeit, nicht direkt auf dem Layout zu schreiben, ist natürlich das Schreiben mit anderen Gerätschaften, also Computerschreibmaschine, wo ihr einen Text schreibt und es hinterher in Streifen schneidet und einfach mit in das Layout integriert. Man könnte natürlich auch noch andere Varianten nehmen, stempeln zum Beispiel oder schablonieren oder so. Würde auch gehen, aber wie gesagt, das ist jetzt hier meine Variante. Und noch eine Möglichkeit, kleine Geschichten auf Layouts zu erzählen, ist natürlich auch das Journaling einfach direkt mit dem Titel zu kombinieren. Das eignet sich, wenn man keine große Geschichte zu erzählen hat, zu einem Bild oder ein Zitat bringen möchte oder keine Ahnung. Oder wie jetzt auch in diesem Fall einfach nur mal viele Alphas verbraten möchte, dann kann man sowas machen. Bestimmt fallen euch auch noch ganz viele andere Möglichkeiten ein, wie man Journaling aufs Layout bringen kann. Aber vielleicht konnte ich euch hiermit ein bisschen inspirieren. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über ein Däumchen nach oben und bis zum nächsten Mal. Tschüss!